In diesem Video beschäftigen wir uns nochmal mit der Geschwindigkeitszeitfunktion, genauer gesagt mit dem Integral der Geschwindigkeitszeitfunktion. Wir wollen herausfinden, was es bedeutet. Eins sei schon verraten, das Integral entspricht dem Flächeninhalt, der zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse eingeschlossen wird. Nach diesem Video kannst du die gesamte zweite Seite des Arbeitsblattes ausfüllen. Wir haben diese Geschwindigkeitszeitfunktion gegeben und wollen das Integral berechnen, das Integral der Funktion nach der Zeit in den Grenzen von 2 bis 6. Eine Stammfunktion der Geschwindigkeitszeitfunktion ist die Wegzeitfunktion. Das heißt, wir können schreiben s von t in den Grenzen von 2 bis 6. Das ergibt s von 6 minus s von 2. Doch wie genau kommen wir jetzt auf die Werte für s von 6 und s von 2? Ich schalte hierfür kurz zu GeoGebra. Wenn wir die Geschwindigkeitszeitfunktion gegeben haben, können wir eine Stammfunktion berechnen, indem wir in die Eingabezeile eintippen Integral von v. Wir erhalten dann diese Funktion und können nun s von 2 und s von 6 ermitteln. Ich blende diese Punkte ein. Ich muss nun die Achsen stauchen, damit ich den zweiten Punkt sichtbar machen kann. Genau. Und wir haben hier s von 6 gleich 84,75 und s von 2 gleich 32,31. S von 6 minus s von 2 ergibt also 52,44. Wir können das Integral der Geschwindigkeitszeitfunktion im Intervall von 2 bis 6 natürlich auch direkt berechnen, indem wir in die Eingabezeile eintippen Integral von v in den Grenzen von 2 bis 6 und dann erhalten wir diesen Flächeninhalt mit dem Wert 52,44. Wir schreiben also als Ergebnis 52,44. Durch welche Einheit? Wenn wir das Integral berechnen, entspricht das dem Flächeninhalt. Beim Flächeninhalt multiplizieren wir die Einheiten der beiden Achsen, also Kilometer pro Stunde mal Stunde. Die Stunden kürzen sich weg und das Ergebnis ist 52,44 Kilometer. Ich möchte dir noch eine Möglichkeit zeigen, wie du das Integral abschätzen kannst, indem du versuchst, die Fläche anzunähern, die beim Integral herauskommt. Wir wollen das Integral der Geschwindigkeitszeitfunktion im Intervall von 2 bis 6 ermitteln und zählen, wie viele Kästchen sich hier zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse befinden. Wir müssen aufpassen, was ein Kästchen bedeutet. Gehen wir eine Einheit nach rechts, ist das eine Stunde. Gehen wir einmal nach oben, sind das 5 Kilometer pro Stunde. Ein Kästchen entspricht also genau 5 Kilometern. Zählen wir die mal. Wir haben 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Kilometer. Und diesen Teil nehmen wir näherungsweise als ein Kästchen an, sind wir also bei 40 Kilometern. Hier dasselbe, 45 Kilometer. Und dieser Bereich ist etwas mehr als ein Kästchen, sind also bei etwas mehr als 50 Kilometern. Und genau das ist unser Ergebnis hier. Kilometer ist die Einheit des zurückgelegten Weges. Doch warum gibt uns jetzt das Integral der Geschwindigkeitszeitfunktion in einem bestimmten Intervall den zurückgelegten Weg in diesem Intervall an? Ich versuche auch das grafisch zu erklären. Schauen wir uns mal diesen Balken an. Ich habe hier die Geschwindigkeitszeitfunktion ein bisschen verändert. Ich nehme sie hier an, als ob sie horizontal wäre und eben 20 Kilometer pro Stunde entspricht. Und das für eine ganze Stunde lang. Also
Dieser Balken hier bedeutet, dass ich eine Stunde lang mit 20 Kilometer pro Stunde fahre. Und wenn ich das mache, dann lege ich genau 20 Kilometer zurück. Ich versuche nun hier wieder einen Mittelwert zu finden. Wenn ich eine Stunde lang mit 15 Kilometer pro Stunde fahre, dann lege ich in dieser Stunde 15 Kilometer zurück. Hier dasselbe. Ich fahre eine Stunde lang mit 10 Kilometer pro Stunde. Das heißt, ich lege 10 Kilometer zurück. Fahre ich hier eine Stunde lang mit eigentlich etwas mehr als 5 Kilometer pro Stunde, lege ich etwas mehr als 5 Kilometer zurück. Und wenn ich nun in diesem Intervall von 2 bis 6 Stunden den zurückgelegten Weg betrachte, habe ich insgesamt etwas mehr als 50 Kilometer zurückgelegt. Dann kommen wir zur physikalischen Erklärung. Die mathematische Formulierung haben wir ja hier schon aufgeschrieben. Ich blende sie nochmal ein. Und physikalisch interpretiert bedeutet es, dass wir in diesem Zeitintervall von 2 bis 6 Stunden insgesamt 52,44 Kilometer zurücklegen. Nun fällt es dir bestimmt schon sehr leicht, dieses Arbeitsblatt auszufüllen. Beachte, dass du hier noch einen allgemeinen Teil hast mit den Grenzen von A nach B und natürlich, dass du andere Einheiten hast und die Geschwindigkeitszeitfunktion anders aussieht. Dann bis zum nächsten Video.